Hey Queens, welcome back to my channel. Herzlich willkommen auf einem neuen Video. In diesem Video, wie ihr schon im Titel lesen könnt, geht es heute um meine Erfahrungen mit Castingshows. Speziell für Castingshows wie Popstars und Dancestar. Und es geht auch um das Thema DSDS 2021. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über meine Erfahrungen, bleibt jetzt dran und es geht sofort los. Ja Leute, wie ich schon angekündigt habe, viele von euch da draußen wissen es gar nicht, aber ich habe tatsächlich selber Erfahrung mit Castingshows und bin 2007, es ist schon ewig her, 2007 zum Casting gegangen von Popstars und von Dancestar 2007. Das war eine Produktion von Viva, gewesen mit Deadlift Dissoced. Viele von euch kennen ihn vielleicht aus Berlin. Er ist einer der bekanntesten Tänzer und ich möchte euch eigentlich in diesem Video mal so ein bisschen erklären oder euch einfach mal sagen, wie so der Ablauf ist, was so im Hintergrund passiert, weil vieles einfach nicht so ist, wie es im Fernsehen dargestellt wird. Es ist ein gutes Thema, DSDS 2021, aktuell die Staffel, wo ich einfach mal was sagen muss. Ja Leute, auf jeden Fall 2007 habe ich bei Popstars mitgemacht, damit ich euch mal so ein bisschen erkläre, wie das Ganze ablief. Bei Popstars bewirbt man sich ganz normal, man kann sich online fürs Casting anmelden und man wird dann eingeladen. Es gibt dann ein Vorcasting, also man ist nicht so, dass man gleich sofort an die Jury kommt. Was ja bei Popstars damals Deadlift Dissoced war, Nina Hahn, glaube ich, war auch noch mit drin. Und also man kommt dort nicht gleich ran, sondern man muss erstmal im Vorcasting bestehen. Und dieses Vorcasting war in Berlin gewesen, im Kolosseum, glaube ich, hieß das. Auf jeden Fall waren wir dort zum Vorcasting gewesen. Wir haben alle erstmal so ein tolles Bändchen bekommen. Und dann ging es auch schon los. Ich glaube, es waren über Tausenden von Leuten da, die an diesem Casting dran teilnehmen wollten. Und es war dann so gewesen, dass man halt nach und nach so eine Nummer bekommen hat. Und ich hatte die 4083. Und zwar, hier habe ich sie noch. So sieht das aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist meine Startnummer gewesen bei Popstar. Und es war erstmal eine tolle Erfahrung gewesen, einfach mal auch so dieses Ganze drumherum mitzubekommen, die ganzen Kameras, wie das alles aufgebaut ist. Also es war schon richtig cool. Aber ich habe auch viel Fake gesehen. Also auch viel, wo ich gedacht habe, what? Es fing damit schon an, dass die Kameras bzw. die Regisseurin oder wie man das da nennt, dass sie auf sie zugekommen sind und gesagt haben, ja, du musst das und das machen jetzt. Ne, wo ich dachte schon so, wie ich muss das jetzt machen. Also auf jeden Fall ging es darum, du bist in den Vorcasting gegangen von Popstars und musstest dann warten, bis der Nummer aufgerufen wird. So, und dann wurden wir so in Gruppen geteilt. Das heißt, es war ja die Staffel gewesen, wo sie Tänzer gesucht hatten und wo sie Sänger gesucht hatten. Und ich hatte mich ja beworben, nicht weil ich singen wollte, weil ich absolut nicht singen kann. Um Gottes Willen, Girls, das ist nicht für mich. Nein, weil ich tatsächlich tanzen wollte und ich wie gesagt, jahrelang getanzt habe, professionell. Und ich wollte halt einfach mal probieren, ob ich da vielleicht weiterkomme. Auf jeden Fall wurden wir dann in Gruppen eingeteilt, Sänger und Tänzer. Und dann sind wir dann auch aufgerufen worden. Und dann saß da eine Jury, ich glaube, das waren 4 oder 5 Leute, die vor dir saßen, die du noch nie in deinem Leben gesehen hattest. Also keine Ahnung, wer das war. Weder im Fernsehen, ich kannte die alle überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall muss dann jeder vortanzen und dann hast du, wenn du vorgetanzt hast, gab es einen schwarzen Stempel und einen roten Stempel. Den haben sie dir dann wenn du deine Performance gemacht hast, bis zur Jury hin, zu dem Tisch und dann hast du einen schwarzen und einen roten Stempel bekommen, wo Popstars drauf stand. Und keiner wusste, was diese Stempel bedeuten. Also bist du jetzt weiter? Bist du jetzt nicht weiter? Es wusste keiner. Auf jeden Fall wurden wir dann aus dem Raum rausgenommen und mussten dann, wurden dann in Richtung Ausgang gebracht, sag ich mal. Und dann hieß es auf einmal, so Leute, alle die den roten Stempel haben, sind nicht weiter. Alle die mit dem schwarzen Stempel, herzlichen Glückwunsch, ihr seid eine Runde weiter. So, und ich hatte den roten Stempel gehabt, also ich war nicht weiter gewesen. Dachte ich mir, okay, ist kein Thema, ich habe es probiert. Also
Ne, die wollten mich nicht, vielleicht war ich nicht so interessant genug oder nicht so dramamäßig, keine Ahnung, weiß der Kuckuck. Ich muss dazu sagen, ich war in dem Alter auch noch mega zurückhaltend. Also für mich war das alles neu, ich war mega schüchtern. Vielleicht wurde ich auch deshalb nicht weitergelassen, vielleicht war ich auch einfach zu schlecht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, war das nicht so perfekt. Ja, auf jeden Fall, bei Popstars ist wirklich so gewesen, dass man, wie gesagt, nicht sofort an diese Jury kommt, die man auch im Fernsehen sieht, sondern es gibt immer Vorcastings. Ein Casting davor, noch ein Casting, bis du überhaupt wirklich ins Fernsehen bzw. dann dorthin kommst. Ja, das war zum Thema Popstars. Dann habe ich 2007 gleichzeitig noch beim anderen Casting mitgemacht. Das hieß Dance Star 2007. Das war eine Viva-Produktion gewesen. Ich hatte eine ganz geile Startnummer. Auch die habe ich hier. Und zwar hatte ich die, ja, wie ihr schon sehen könnt, eine ganz coole Startnummer gehabt bei Dance Star 2007. Und das war mit Dead 50 Souls gewesen. Das war, muss ich sagen, war eine mega Erfahrung. Es hat mir auch mega viel Spaß gemacht dort. Weil es halt wirklich hauptsächlich ums Tanzen ging. Und ja, auch da war es wieder so, ich hatte mich beworben dafür. Und das war direkt online auf der Viva-Seite. Da konnte man sich bewerben dafür. Und dann hast du irgendwann eine Einladung bekommen per Post. Dieses Casting war auch wieder ein Vorcasting, was stattgefunden hat in der Tanzschule von Dead 50 Souls in Berlin, in der Janowitzbrücke, in seinem Studio. Da waren auch wieder, ich glaube, um die 500 bis 1000 Bewerber, ne, die damit dran teilgenommen haben. Und das war auch wieder ein langes, langes Warten, bis man überhaupt reingekommen ist. So, und dann wurdest du aufgerufen, bist wieder dorthin, dann saßen wieder vor dir Leute, die du noch nie gesehen hast in deinem Leben. Also wirklich, die du noch nie kanntest. Genau, man sollte sich vorstellen, wie man heißt, was man macht, wie lange man tanzt, wo man tanzt. Und man sollte, ja, und man hatte dir gesagt, dass das jetzt auch aufgezeichnet wird, weil wir auch haufenweise Kameras. Ich so, das ist doch kein Thema, Kameras stören mich jetzt überhaupt nicht. So, und dann habe ich getanzt, performt und es war so geil, es hat mir so viel Spaß gemacht, ich habe so viel Power gehabt und dann war ich fertig. Dann hieß es, tut mir leid, aber wir denken, das passt nicht. Ich so, okay, da habe ich schon mir gezweifelt. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Popstars hat nicht geklappt. Dance hat nicht geklappt. Okay, dann bin ich echt scheiße oder zu schlecht. So, dann bin ich rausgegangen aus dem Raum, wo ich meinen Auftritt hatte. Und da saßen ganz viele Leute, die mir zugeguckt haben, wie ich da meine Performance gemacht habe. Die gesagt haben, ey, du warst mega Bombe. Das war so geil. Die mich so gelobt haben. Ey, die verstehen nicht, wieso haben sich nicht weitergelassen. Du hast so mega getanzt und ich kann es nicht nachvollziehen. Und ja, auf jeden Fall habe ich es nicht geschafft. Und eine Woche später bekomme ich tatsächlich einen Anruf von der Produktion von Dance Star 2007. Dass angeblich Deadlift the Soast mein Video gesehen hat und sie mich gerne zum Casting einladen möchten. Also, dass ich vor Deadlift the Soast tanzen darf. Dann dachte ich schon so, na, verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, ich bin raus. Ich war ja so schlecht gewesen. Nein, dann durfte ich tatsächlich noch nachrücken. Und dann bin ich auch wirklich zu dem offiziellen Casting von Manstar 2007 gekommen, wo ich auch wirklich Dead 50 Souls gesehen und getroffen habe. Und auch das war wieder in Berlin gewesen, im Kolosseum, wo, wie gesagt, auch Popstars die Castings stattgefunden haben. Vor ein paar Wochen davor, glaube ich, waren das. Und ja, auf jeden Fall bin ich da natürlich hin, weil ich wollte es natürlich unbedingt ausnutzen. Ey Leute, ich dachte, geil, es geht weiter für mich. Also war ich ja doch nicht so schlecht. Und bin dann dort angekommen. Dort waren ungefähr, ich schätze mal 500, lass es 1000 Leute gewesen sein. Und es fing schon damit an, dass wir draußen vor dem Kolosseum, also vor wo das stattgefunden hat, ja, bevor wir rein durften, mussten wir uns alle so ein bisschen eng zusammenstellen. Und dann wurde von oben ein Foto gemacht und für die Presse, beziehungsweise halt für Viva, wo es hieß, ja, über 1000 Leute haben das Casting besucht in Berlin. Und ich sage euch, Leute, das ist Fake gewesen.
wenn ihr euch das Foto mal anguckt, ich hoffe, ich finde das Foto irgendwo mal bei Google, seht ihr mich mehrmals im Bild. Sie haben einfach das Foto genommen und haben es kopiert, so als würde es aussehen, als hätten sich über 5000 Leute dafür beworben. Das war aber überhaupt nicht so. Es waren vielleicht 500 Leute bis 1000 überhaupt, wenn die an diesem Casting teilgenommen haben. Als es dann losging, mussten wir wieder warten. Es hat wirklich, ich habe bestimmt fast 5 Stunden gewartet, bis ich mal dran kam. Dann wurde meine Nummer aufgerufen, Kamera auf mich gerichtet. Frau sagte zu mir so, wenn ich jetzt in dieses Casting reingehe, vor der Difty Soos, und ich sollte weiterkommen, soll ich doch bitte rauskommen und freuen, heulend oder irgendetwas. Also man hat mir gesagt, was ich zu machen habe. Das war schon mal so ein Thema, wo ich gesagt habe, so, ist das jetzt hier per Drehbuch oder ist das jetzt noch authentisch? Also da habe ich schon gedacht, so, okay, hier geht es schon so ein bisschen nach Drehbuch, wie das alles so ein bisschen funktionieren sollte. Auf jeden Fall bin ich dann rein, dann in das Studio, dann habe ich schon gesehen, haufenweise Kameras. Der Difty Soos saß da, ich bin auf die Tanzfläche rauf und musste mich erstmal vorstellen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie Der Difty Soos zu mir sagte, so schlank wie du war ich auch mal. Ja Leute, ich war, wie ihr wisst, aus einem Video habe ich mal ein Bild gezeigt, wie ich mal aussah. Ich blende euch das hier nochmal ein. Also so schlank war ich wirklich mal gewesen. Und ja, er war auch total sympathisch gewesen. Wie gesagt, ich war mega aufgeregt, musste mich natürlich mal vorstellen, wie alt ich bin, wo ich herkomme, etc. Ja, und dann fing es auch schon an. Ich musste tanzen und habe wirklich 100% gegeben. Ich habe mein Bestes gegeben und es ging auch mega schnell. Dann irgendwann war es vorbei. Der Difty Soos sagte, du hast mega getanzt, es war mega geil, hat mir wirklich gut gefallen, aber ich denke, du bist noch nicht so weit. What? Ja, was denn jetzt? Es war mega, es war geil, aber ich bin noch nicht so weit. Also ich habe diese Kritik überhaupt nicht verstanden. Wenn er zu mir gesagt hätte, also tanzen war jetzt nicht so deins, also hat nicht so gefallen und nee, das passt nicht, komm nochmal später, dann hätte ich es verstanden. Wer es kennt ja, aber er hat gesagt, es war mega geil, ihm hat es richtig gut gefallen, aber ich denke, du bist noch nicht so weit. What? What? Sorry, what? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann nicht weitergekommen und ja, war natürlich ziemlich enttäuscht gewesen, bin auch dann raus aus dem Raum, kam gleich die Kamera auf mich zu. Ich habe mich so erschrocken, ja, und dann hatte man mich gefragt, ja, wie war das denn? Und dann hat er halt gesagt, ja, ich war halt mega enttäuscht gewesen und hab auch dann in die Kamera gesagt, dass ich die Kritik nicht so ganz verstanden habe, weil ich halt, er mich gelobt hat, aber meinte, ich bin noch nicht so weit. Ja, und dann war die Kamera auch schon wieder weg. Das war mein Casting bei Dancer 2007. Ich war sehr oft im Bild gewesen, man hat mich so viel interviewt, man hat so viele Fragen mir gestellt und ich sage euch Leute, ich wurde nicht einmal ausgestrahlt. Ich habe mir natürlich das dann alles angeguckt und ich wurde bei Dancer nicht einmal ausgestrahlt. Man hat mich bei Dancer 2007 überhaupt nicht ausgestrahlt. Und das ist es halt. Ihr müsst euch vorstellen, da sind um die 500 Bewerber. Sagen wir mal 1000 Bewerber. Ja, aber die zeigen euch nur einen Bruchteil. Die zeigen euch nicht alle, die zeigen euch nur die Leute, die vielleicht interessant sind, beziehungsweise die Leute, die bis ins Finale, Halbfinale, Viertelfinale kommen. Den Rest zeigen, die zeigen euch nicht das ganze Casting, weil wäre natürlich auch doof. Ich denke mal, das würden sie auch von der Zeit her nicht schaffen. Aber ich fand es halt irgendwo traurig, weil ich hätte mich gerne gesehen, ich hätte auch gerne meine Performance gesehen. Aber ja, ich wurde nicht ausgestrahlt und ja, war vielleicht auch dort nicht interessant genug. Wie gesagt, vielleicht war ich einfach wirklich noch zu schüchtern, dass ich für die Produktion nicht so interessant war. Ja, aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht weitergekommen, also daher. Aber es war halt traurig, weil wie gesagt, ich war sehr oft in der Kamera. Man hat mir so viele Interviews gegeben, wollte Interviews haben und ja. Aber shit happens. Genau, und zum Thema DSDS 2021. Ich denke, das ist ein Thema, was euch mega interessieren wird. Die Staffel 2021 schockiert mich dermaßen. Und ich möchte euch jetzt hier wirklich mal sagen, DSDS 2021 ist fake von oben bis unten.
DSDS ist eine reine Castingshow, wo es nicht unbedingt mehr so ums Gesingen geht, wie bei Popstars zum Beispiel, sondern auch bei DSDS gibt es Vorcastings. Das heißt, ihr kommt nicht sofort zu Dieter Bohlen und zu der Jury. Nein, es gibt noch ein Vorcasting. Das Vorcasting wird von UFA gemacht. Also es gibt bestimmt eine große Castingagentur in Deutschland, die bestimmt viele von euch kennen. Die arbeiten mit eigentlich fast allen Filmproduktionen zusammen. GZSZ, alles was zählt, Berlin Tag und Nacht und wie sie an weiß der Kuckuck. Auf jeden Fall, Leute, ist DSDS ein reines Jahr. Im Endeffekt geht es bei DSDS nicht mehr um den Gesang, sondern es geht tatsächlich nur darum, die Einschlagquoten hochzuschmeißen. Ich bin so entsetzt, wenn ich sehe, was für Leute dieses Jahr weiterkommen. Ich sag nur diesen Shadar, glaube ich, wie der heißt. Sorry Leute, aber wo ist die Stimme? Wo geht es um die Stimme? DSDS war mal ein Format gewesen, wo es um den Gesang ging. Ja, wo es wirklich um Performance, Ausstrahlung, um die Stimme geht. Ja, jetzt kommen Leute weiter, die einfach nur Fame suchen, die einfach nur eine Öffentlichkeit möchten und hoffen dadurch in irgendwelche Rollen zu kommen, berühmt zu werden oder bekannt zu werden, aber es geht nicht mehr um die Stimme. Und wenn ich so einen sehe wie Shadar, der grottenschlecht ist, der nicht singen kann, I'm sorry, aber what is this? Ja, absolut für mich, ja auf jeden Fall für mich nicht nachvollziehbar. Und ich sag euch eins, Leute, ich habe eine Casting-Anfrage bekommen für DSDS 2021 und für DSDS 2022, wo sie mir schreiben oder sagen, sie suchen Darsteller, Schauspieler fürs Casting von DSDS 2021 und 2022. What? Wieso suchen sie Darsteller, Schauspieler? Verstehe ich überhaupt nicht, Leute. Und daran seht ihr schon, dass dieses ganze Casting-Format DSDS reiner Fake ist. Ja, sicherlich suchen sie schon Sänger und es gibt auch gute Sänger, die da sind, um Gottes Willen. Aber es ist von vornherein ein abgekartetes Spiel. Von vornherein ist beschlossen, welche von denen in die Castings kommen, beziehungsweise welche von denen in die Live-Shows kommen. Ja, und das finde ich so, so schade. Ich finde es so, so traurig, dass die Werte, weil es ging bei DSDS immer um die Stimme. Immer, sie suchen, Deutschland sucht den Superstar. Es geht aber schon seit Jahren nicht mehr um die Stimme. Und wenn ich mir so andere Plattformen angucke, andere Castingshows wie The Voice of Germany, ja, da geht es wirklich noch um Qualität. Da geht es wirklich um die reine Stimme. Da ist es scheißegal, wie du aussiehst. Ob du dick oder dünn bist, klein, groß, ob du irgendwie eine andere Herkunft hast. Es ist scheißegal, es geht hauptsächlich nur um die Stimme. Und deshalb gucke ich einfach The Voice of Germany um einiges viel, viel mehr. Ich finde es so, so toll. Es ist für mich auch einfach von der Qualität her so hoch, wirklich so hoch, wo DSDS schon lange nicht mehr mithalten kann. Ja, Leute, auf jeden Fall habe ich es lange genug gequatscht. Ich wollte euch auch jetzt hier nicht, was ich jetzt hier im Video mache, fast eine Stunde geht. Auf jeden Fall wollte ich euch mal erklären, dass ich auch Casting-Erfahrung habe. Wollte euch mal erklären, wie so ein Casting überhaupt funktioniert und dass nicht alles, wie es im Fernsehen dargestellt wird, wirklich die Realität ist und dass dort einfach viel Fake ist und ja, auf jeden Fall, Leute, wenn ihr mal an so einem Casting dran teilnehmen wollt, macht es auf jeden Fall, es ist eine Erfahrung wert, aber ihr müsst Showman sein, Showgirl sein, sage ich immer, also ihr müsst es lieben, vor der Kamera zu sein und ihr müsst einfach übertreiben, ja, und dann, ja, läuft's auch. Auf jeden Fall war es für mich eine mega Erfahrung gewesen. Ich bin auch dankbar für die Erfahrung, die ich machen durfte. Auch, dass ich Dead of the Souls sehen durfte, auch mal live sehen durfte. War ja für mich immer so, ne? War ja früher so ein richtiger Star und durch Popstars bekannt geworden, durch die Medien. Und deshalb war es ganz cool. Ja, Leute, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich ganz, ganz doll freuen über Daumen nach oben und natürlich auch über neuere Abonnenten. Und ja, ich würde mich auch mega freuen, was ihr zu meiner Brille sagt. Ich habe ja jetzt eine Brille. Und ja, ob euch die gefällt oder nicht, würde ich mich mal alles interessieren. Also einfach unter das Video schreiben und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß noch bei YouTube und schaltet wieder ein, wenn ein neues Video von mir da ist. Tschüss!